Ups. Mist. Wenn ich in den Schacht krieche, kann ich mich an den Geiselnehmer anschleichen. Der Geiselnehmer wird mich sehen, sofern ich mich nicht von hinten anschleiche. Der Schacht könnte einen Überraschungsmoment bieten. Was zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Ist der vielleicht sauer auf dich? Auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass er sonderlich fit ist oder so. So oder so, wir müssen hier raus. Ups. Und zwar sofort. Wieso? Ich bleib hier drüben. Ich werde den Bereich hier ab. Upsa. Geben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Den Turm reparieren, rein und raus. Ich brauche einen neuen Job. Werde ich mal erster Mord. Leg mich drauf ab. Das ist einfach nicht so optimal gelaufen. Mal schauen. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Dann macht das mal. So. Der Typ ist da oben. Also hier geht's nicht um. Achso. Ditch? Okay. Noch nicht. Bum, 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 bum. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird, und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Hm? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen.
Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Sagen, wieso redet er nicht im Detektivmodus? Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Völlig veräppeln, oder? Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Zwischen den... Guten Zug, Regen. Hier spricht Enoch. 1056 Adam. Wir finden alle... Radio vom Volk für das Volk. Die heutige Nacht würde ich gerne... 1056 Adam in der North Elliot 19. Einheiten in der Nähe bitte antworten.
So muss Marmelade schmecken. Hier ist Brandon O'Brien mit einer herzerwärmenden Geschichte für unsere Hörer an diesen besonders kalten Staaten von einer Reihe von Anschlägen durch Jünger von 1056 Adam in der North Elliot 19. Einheiten in der Nähe bitte antworten. Alter. Konnten sich schon heute Nachmittag über Geschenken. Alter. Dadurch, als sie einen Berg von handverpackter Schuhe hat. Verlassen. Verstehe ich jetzt zwar nicht. Tür verschlossen, wir gehen nicht gekommen. Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Tja. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Tja, das wird aber noch nicht gehen, glaube ich. Okay. Warte mal. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Ach, auf einmal ist die Tür offen. Na gut. Den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Nee, das wollte ich eigentlich jetzt nicht sehen. Wie war denn das jetzt? Verfügbare Einheiten, Statusmeldungen bitte. Ich habe hier einen möglichen Einsatz.
sind hier, um es zu... Sieht aus wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jessup.